Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 6.01.2023. Und unser DAX handelt, ja. Wenn der ein oder andere vielleicht zu Hause bleiben darf, weil er Feiertag hat im jeweiligen Bundesland, heißt das aber nicht, dass der DAX deswegen nicht handelt. Der hat offen und dürfte auch gehandelt werden. Auch die Amerikaner dürften handeln. Oder handeln auch. Nicht dürften, sondern die handeln auch. Und unser DAX, der scheint hier momentan ein bisschen unter Druck zu stehen. Tut sich schwer, die neuen Hochs rauszustimmen. Wir hatten da gestern schon drüber gesprochen, dass das jetzt hier auch eine schöne Stelle für sowas wäre, halt, um sich ein bisschen einzudrehen. Hatten auch darüber gesprochen, man solle genau hingucken, wie ein neues Hoch an. Das hat er ja ganz schön gekriegt, ja. Hat ja nicht mal ein neues hochgestellt. Hat sich jetzt hier sehr zur Seite geschlagen. Man kann ihm das jetzt noch nicht zwangsweise als Schwäche auslegen. Aber wir haben gestern gesagt, wenn er unter die 450 taucht, glaube ich, ne? Oder 440, oder irgendwie so in dem Dreh haben wir was gesagt. Wenn er da drunter taucht, dann eröffnet das schon einen Raum nach unten. Und das hat er getan. Und er hat oben noch kein Hoch rausgeschlagen. Das heißt, im Grunde genommen hat er die untere Route jetzt eingetriggert, ist bloß noch nicht weit gekommen halt, ne? Ist ja so auf der Stelle stehen geblieben, aber er hat sich jetzt eher nach unten eingeschlagen und deswegen würde ich auch zum Freitag schon sagen, also mit jedem weiteren Tief auch unter 4,45, unter, ja, der ist ja schon bei 4,45 rausgegangen, unter 4,45, unter 4,10, macht es sich immer wieder ein Stückchen weiter nach unten auf. Nächstes dann so 3,80, 3,65 die Station und wenn er dann dort durchpflückt, 3,15, 2,70, 300 hier. Das wäre dann nochmal eine erste schöne Zielzone und dann reden wir hier über das Gap bei 200. Ja, also wenn er zum Freitag Schwäche zeigt, konstant auch von Beginn an durchfällt, erwartet da keine harte Trendumkehr, kann halt auch einfach den ganzen Freitag dann erstmal einen Konsolidierungstag machen. Ja, also so wie er die anderen Tage ganztägig fast durchgestiegen ist, kann dann auch mal, so wie er auch jetzt den ganzen Tag zur Seite gelaufen ist, kann er auch den ganzen Tag mal dann durchbröckeln. Deswegen da einfach ein bisschen vorsichtig, denn wenn Freitage so runterfallen, fällt das vielen oft schwer, weil die immer dusselig fallen halt. Ne? Das ist immer so, du denkst du so mal, ah, jetzt dreht er nach oben, jetzt dreht er nach oben, dann zieht er auch nach oben an, aber dann kommt er nicht so weit, dass die Leute auch in den Take-Profit kommen, dann dreht er es wieder runter, macht er noch ein neues Tief, dann zieht er wieder nach oben an, die Leute denken wieder, naja, aber jetzt, obwohl sie ja gerade ausgestoppt wurden, dann gehen sie wieder long rein, dann zieht er wieder ein bisschen an, sie fühlen sich bestätigt, dann dreht er sich aber wieder ein, ohne dass sie ihren Take-Profit bekommen haben, macht wieder ein neues Tief, stoppt die Leute aus, zieht wieder nach oben an, die Leute, ja und so weiter und so fort. Ne? Also das ist so klassisch eigentlich für Freitage, die abgleiten. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann da nicht irgendwie nach Instinkt handelt oder so, sondern wirklich auf Setup-Linie bleibt und guckt, was macht der Markt, ne, und wie bewegt er sich und dann einfach versucht, mit dem Markt zu gehen. Und da muss man schon so sagen, insbesondere hier so, ich sag mal, unter 400 haben wir hier doch eine größere Abrisskante bis in die 300 rein und 270 und darunter dann auch tatsächlich bis zur 200. Das soweit der Blick nach unten. Gelingt es unserem DAX aber zum Freitag, sich oberhalb von 500 zu etablieren, wieder höher zu kommen, rauszusteigen, dann 600, 670, das ist möglich. Ja, also oberhalb von 500 bin ich eher positiv motiviert. Unterhalb von 450 bin ich eher abwärts gerichtet, würde vielleicht sogar Shorts freigeben, wenn unsere Elisa jetzt nochmal Short will. Die hat jetzt den ersten Tag seit diesem, also den ersten Tag dieses Jahres überhaupt mal Short signalisieren wollen. Die wollte jetzt die letzten Tage immer Long. Jetzt hat sie Short gegeben. Da haben wir gesagt, naja, das lassen wir mal besser noch weg. War auch gut so. Ich glaube, die wäre rausgeflogen. Aber wenn sie jetzt zum Freitag auch Short reingehen würde wollen und der steht dann unter 400, also ich würde es, glaube ich, freigeben. Ich spreche in meinen Augen dann nichts dagegen, weil er dreht sich ein. Tagesschart haben wir jetzt auch eine rote Tageskerze bestimmt bekommen. Naja, nicht ganz, aber so fast. Zumindest die Aufwärtsdynamik deutlich abgebremst und wir hatten ja schon mal hier so ein bisschen nach links geillert. Ne, wie lief das im letzten Jahr ab? Da war er auch so stark reingekommen, bis ans Allzeithoch ran. Dann fing er an, hier irgendwie mit Dojis rumzuarbeiten, zwei Stück in der Folge und schwuppdiwupp stand er schon auf neun Jahrestiefs. Und danach waren wir nie wieder über diesen Hochs. Also ich erwarte jetzt nicht, dass das zwangsweise genauso laufen muss, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist erkennbar und deswegen würde ich zum Freitag einfach ein bisschen vorsichtig noch bleiben und klar, einfach abgrenzen, steht er über 500 oder steht er drunter. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass wenn er über 500 steht, er jetzt gegen die Wand steigt und in den Himmel und nie wieder zurückkommt. Ja, Risikomanagement hat man trotzdem zu beachten. Aber grundsätzlich denke ich, hat man über 500 eher höhere Bewegungswahrscheinlichkeit nach oben als nach unten, was man für sich dann nutzen kann und unter 4 50 eben nach unten. Und mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Also wünsche ich denen, die einen Feiertag haben, einen schönen Feiertag. Und denen, die keinen haben,
arbeitet schön fleißig, holt euch hier euer Geld halt aus dem DAX raus. Und dann schon mal schönes Wochenende und viel Erfolg am Freitag. Bis Sonntag dann. Tschüss.